Und somit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Jo, ich befinde mich momentan wieder in meinem Lager und soll jetzt was aus einem Supermutantenlager klauen. Ja, das machen wir dann auch gerade. Erstmal muss ich nochmal schnell was fratzen. Jetzt habe ich natürlich wahrscheinlich, ja, na gut, verdorbenes Fleisch. Bin eh schon krank. Ja, Parasiten eingefangen, prima. Und dann werde ich jetzt mal, ich bräuchte natürlich mal ein wenig Heilung oder sowas. Ah, Stimpak will ich eigentlich nicht nutzen. Ja, super. Mal vielleicht nochmal in die Kiste gehen. Und dann mal schauen, was ich da noch hab. Okay, ich hab nix. Scheiß drauf. Wie sieht's waffentechnisch aus? Ja, die habe ich mir ein bisschen gepimpt. Und dann könnte man doch eigentlich los. Hier mache ich aber diesmal zu. In der letzten Folge wurde meine kleine Heimat angegriffen. Da hat irgend so ein Blödmann hier einen Köder hingelegt, so einen Sprengköder, was weiß ich. Den habe ich aber direkt gerade erledigt. Das war schon mal ganz cool. Gut. Hier oben muss ich hin. Dann würde ich mal sagen, schaue ich mir aber das Ding auch noch vorher an. Wird wahrscheinlich eh wieder die halbe Stunde dauern, bis ich da bin. Weil dieses, keine Ahnung, dieses eine Gebäude sieht eigentlich recht groß aus. Was habe ich dann noch für Waffen drin? Ach komm, scheiß drauf, ich nehme ein Stimpak. Kyrogranate. Ja, das geht noch ein bisschen. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, laufen wir mal los. Ich hoffe. Ah. Dahin schon mal die Kuppel. Da gehen wir auf jeden Fall schon mal hin. Ich hoffe, dass ich überhaupt dahin komme. Nicht, dass ich da jetzt hier irgendwie über die Felsen oder sowas kraxeln muss. Ah, hier geht es schon mal nicht weiter. Ja, ich habe mein kleines Haus habe ich ein wenig eigentlich schon, oh, eigentlich schon ganz gut gewählt, aber ja, die Aussicht ist halt geil. Aber im Endeffekt an den Klippen, naja, gut. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Irgendwie muss man sich doch hier durchkämpfen. Oh, ich brauche unbedingt mal ein bisschen Essen. Am besten, ja, ich werde jetzt wieder Nahrungsmittel einsammeln von Kadavern oder Tieren. Da hilft nichts. Kann ich mir auch öfters mal was zubereiten. Weil Rezepte finde ich ja en masse. Baupläne finde ich nicht, aber Rezepte. Da oben wird die Kuppel mir schon angezeigt. Ja, wahrscheinlich sind da eh wieder irgendwelche übermächtigen Gegner. Kann ich mich eh gleich wieder verpissen. Ah, ich hätte den Stealth Boy hätte ich mitnehmen sollen. Das wäre eigentlich ganz cool gewesen. Hätte ich das unbemerkt stehlen können, aber egal. Hüpf und hüpf. Komm her. Och, Leute, komm. Das ist meine erste 35er Level 5 Waffe, die ich mir gebastelt habe. Die Baupläne habe ich mir ja gekauft. Jagdgewehr hätte ich ja auch gern Level 35 gebaut, aber irgendwie geht da nur Level 30. Keine Ahnung, wie die das bei den Bethesda regeln. Ob nur verschieden möglich Waffen von den einzelnen Kategorien. Also eine Waffe gibt nur Level 30, die andere 35. Keine Ahnung. Der Revolver hier geht auf jeden Fall Level 35, das ist schon mal cool. Oh, ich bin gespannt, ey. Hier hüpfen jetzt eh wieder irgendwelche Scheißgegner rum. Wo ich überhaupt keine Lust habe. Ja, was haben wir dann da jetzt? Ah ja, 18er. Hallo? Wo ist er dann? Da. Oh, super getroffen. Hinter einem Baum. Wenn das natürlich nur die Gegner hier wären, das wäre geil. Weil ich finde, das sind auch meine Lieblingsgegner hier. Ah. Die können mich nix.
Oh, ist das hier... Schießen die jetzt auch auf mich, die Verteidigung, oder nur auf die Roboter? Das ist die Frage. Ja, wahrscheinlich auch auf mich. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Eigentlich schon seltsam, warum die Verteidigung... Ja gut, das ist die Verteidigung, das Gebäude, ne? Also schießen wir immer sozusagen eigentlich mal auf alles, was sich bewegt. Leider auch dann ich. Und den knacken wir nochmal schnell. Ja. Viel waren jetzt nicht drin. Okay, da gehen wir auf jeden Fall jetzt gleich mal rein. Ich will auf jeden Fall erstmal draußen schauen. Okay, da ist schon mal nix. Ach, blöder Schlosshammer. Jetzt freue ich mich natürlich, dass hier draußen nur so kleine Gegner sind, aber drinnen ist wahrscheinlich wieder die Hölle los. Kann ich mich gerade wieder umdrehen und mich verpissen. Hier ist noch ein Geschütz irgendwo. Ja. Oh. Er hat zwei Schüsse ausgehalten. Okay, hier geht's auf jeden Fall schon mal rein, aber ich gehe da jetzt noch nicht rein. Obwohl, unten wäre vielleicht besser. Durch den Haupteingang ist wahrscheinlich immer so eine Sache. Ja, perfekt. Hier kann ich gleich noch was essen. Okay, mal außen rumlaufen, kann man ja immer mal machen. Oh. Alter. Das Ding hat schon ein bisschen mehr Power. Drecksack. Komm schon. Okay, vielleicht da soll man wahrscheinlich dann eher nicht rein. Dann würde ich mal sagen, den Eingang nehme ich auf jeden Fall. Immer den, der am schwersten bewacht ist am besten. Okay, ja, sonst ist hier eigentlich sonst nichts mehr. Ah ja, Nährstoffmangel, ich weiß. Scheiß Parasiten, ich hätte anderen Karten, ich habe da blöd angefangen. Ich habe Bleimagen genommen, damit ich radioaktives Wasser trinken kann. Völliger Blödsinn. Ich hätte eigentlich die Karte nehmen sollen, dass ich mich nicht so schnell mit Krankheiten infiziere. Wäre auf jeden Fall sinnvoller gewesen. Aber ab Level 50 kann man ja wieder Karten ändern. Und dann werde ich das auf jeden Fall austauschen. So. Gut. Hier sind wir jetzt einmal rumgelaufen. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt den hinteren Eingang. Und dann schauen wir mal, was da drin so los ist. Er hat schon wieder Hunger durch diese blöden Parasiten. Also Heilmittel finde ich hier wirklich sehr schlecht. Ach du Scheiße, komme ich überhaupt nicht rein? Oh Mann. Ja, dann gehe ich doch in die andere Tür links. Gut, Baseball kann man ja immer mit Dutzen für Baseballgranate. Habe ich bis jetzt aber auch eh noch nicht den Bauplan, von daher unrelevant. Ja, dann gehen wir mal rein. Schauen wir mal, was da wieder so drin loshüpft. Mal ein Schlückchen Kaffee. Ich hoffe, das hört man nicht. Ja, man hört es doch.
So, mal gucken hier. Lebt der Vieh? Also wenn das ja bei den kleinen Gegnern hier bleibt, das wäre dann schon mal ganz nice. Die immer mit ihren Propaganda-Flyern. Okay, das hört sich schon mal nicht nach einem kleinen Gegner an. Ja, was ist das hier? Hey, da willst du mich... Noch jemand was? Komm da hin. Oder? Nee. Oben, runter, oder? Oh, Scheiße, das war nix. Alter, wie viele? Na, komm schon. Ja, ist klar. Ihm geht's auch zu gut hier. Und warum schießt das Ding? Ah, doch. Na, wo seid ihr? Okay. Auch nochmal ein Stimpack. Hallo. Ja, war der jetzt tot oder nicht? Ja. So. Alter, wie viele. Aber erstmal aufräumen und dann mal in Ruhe hier alles leer looten. Das ist meine Devise. Aber ich glaube, das war's. Ne? Ich weiß nicht. Atlas Versorgungsschlüssel. Den lasse ich erstmal liegen, weil ich bin eher für Schlösser knacken. Da geht's raus. Ach so, das ist wahrscheinlich... nee, war das die eine Tür, wo ich die abgeschlossen war? Ich weiß es gar nicht. Aber Gegner scheinen jetzt down zu sein. Gut, was ist hier? Nochmal Versorgungsschlüssel. Coca-Cola Quantum. Tür. Okay. Ich hab doch hier, konnte ich doch... Oh... Wo sind sie? Hallo? Okay, dann gehe ich erstmal nach oben. Ach, ich komme hier einfach nicht zum Looten. Haarklammerbox. Sollen sie sich erstmal ein bisschen selbst beschäftigen?
Na, das war knapp. Oh, falsche Richtung. Oh, was war das dann? Ah, ich muss schon wieder was essen, das gibt's doch gar nicht. Hier kann ich auf jeden Fall gleich schon mal Schrott. Irgendwie loswerden. Ja, okay, ich muss mal nach oben, denke ich. Weil mich nervt das schon, wenn da irgendwelche noch Gegner rumhüpfen. Kann ich mich nicht in Ruhe umgucken. Ich denke, als ich mir wird gleich in den Rücken geschossen oder sowas. Oh, jetzt bleibe ich hier hängen. Okay, hier unten ist nichts mehr. Was ist das dann? Bleirohr. Okay. Eine sehr primitive Waffe. Plasmakartusche nehme ich mit, obwohl ich eh eigentlich damit überhaupt noch nicht schieße. Was ist denn das für ein Geräusch als hier? Ach, das war... Oh, hier geht's noch runter? Nee. Ich muss erstmal vielleicht mal oben alles abchecken. Bevor ich jetzt schon wieder runtergehe. So, hier war ich schon. Das Terminal muss ich auf jeden Fall gleich noch knacken. Ach so, das war ja hier das. Ja. Ah, hier war ich auch schon. Wie viele Türen gibt es denn hier? Oh, lol, eine Minigun. Ja, toll. Ist natürlich jetzt die Sache, wenn ich die jetzt mit mir rumschleppe, dann bin ich wieder überladen, garantiert. 218, ja klar, ey, das Ding wiegt doch 30. Oh ne, geht noch. Ja, jetzt kann ich natürlich nichts anderes mehr mit mir rumschleppen. Aber egal, na gut, oder ich tue sie direkt verwerten, könnte man eigentlich machen. Wobei, ich müsste erstmal, könnte ich ja alles verwerten hier. So. Waffen. Oh, die könnte ich sogar schon... Könnte ich sogar schon benutzen. Ja, komm, dann nehmen wir es auf jeden Fall mal. Eine Minigun gefunden. Alles klar. Okay, ja, dann würde ich sagen, hier unten haben wir alles. Jetzt gehe ich erstmal nach oben. Alter. Boah, was hat denn das Ding für ein scheiß Gelenk, ey? Der trifft doch aus jedem Winkel, ja? Sind die dann alle hier? Ja, Kollege. Also nicht nur du kannst durchs Gitter schießen. Ah ja, okay, die Haarklammer war eh schon im Arsch. Ja, wir haben ja genug. Schlagstock, Stahlschrott, brauchen wir alles nicht. Kampfflinte. Ah, könnte ich eigentlich mitnehmen. Scheiß drauf, verwerte ich gleich. Hier geht's runter. Da war ich noch nicht. Also da war ich doch schon. Okay. Aber jetzt ist komischerweise die Frage, okay, hier war das Haupttor.
Oh, ich muss was essen, verdammt. Scheiße hier. Das war jetzt doof. Jetzt habe ich die Quantum genommen. Ich brauche unbedingt Heilmittel. Ich muss mal irgendwie beim Händler mal vorbeischauen und ein paar Heilmittel organisieren, weil das ist scheiße. Ja, den knacken wir jetzt noch. Ja, ich weiß, ich verhungere. Ich weiß, Leute. Ich weiß es. Aber egal. Bin ich einfach zu faul für. Siehste, klappt auch so. Hä? Jetzt ist die Tür auch direkt aufgegangen oder was? Okay. Aber jetzt komme ich wenigstens nach oben. Lederrüstung, rechter Arm. Da fällt mir ein, ich renne ja auch schon wieder überhaupt nicht in der Powerrüstung rum. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Oh, ich brauche was zu essen. Verdammt. Hier ist ja mal wieder nix. Sag mal, was ist das dann für ein Geräusch hier? Was ist denn das hier? Forschungsterminal. Oh. Ich verhungere. Scheiße. Na komm schon. Okay, vielleicht sollte ich auch doch mal anfangen zu überlegen, wie das funktioniert. Also ich weiß ja, wie das geht, aber ich bin einfach zu faul. Das hat bei Fallout 4 habe ich das immer so gemacht. Und das ging echt gut. Meistens schon unter den ersten drei Versuchen. Aha, hier ist aber auch nicht viel drin. System off. Scheiße. Jetzt müssen wir doch mal schauen. Ah, hier haben wir doch was. Fleisch vom Weichlung. Das mampfen wir jetzt gerade mal. Wo haben wir es? Da. Wenigstens ein bisschen. Oh, der hat aber ganz schön viel Energie gegeben. Muss ich ja sagen. Top. Okay, hier ist sonst auch nichts mehr. Noch mal hoch, okay. Ich wusste gar nicht, dass das Ding so groß ist hier. Das Ding nehmen wir noch mit. Sind ja eh schon wieder überladen. Deswegen der scheiß Minigun. Oh ja, perfekt. Hier haben wir noch mal was zu essen. Alter, wie schnell. Ich muss unbedingt Heilmittel finden. Das ist doch richtig ätzend hier. Plasmakern. Okay. Oh, Kronkorken.
Nehmen wir gerne mit. Allein schon für die Trophäe 10.000 Kronkorken. Nee, ich gehe noch nicht hoch. Erstmal jeden einzelnen Raum hier, das muss ich halt machen. Alter, wie groß ist denn das hier? Ach nee, das ist. Ach ja, das ist hier unten. Alles klar. 10 mm Pistole. Scheiß drauf, ich bin eh überladen. Kann ich eh dann irgendwie verwerten gleich. Perfekt. Gut. Ja, dann gehen wir noch mal eine Ebene höher, würde ich sagen. Sehe auch noch eine Tür. Ja. Meine Fresse, ist das ganz schön viel. Ups. Ganz schön viel verzwickte Räume hier. Ach ja. Armbrustbolzen. Naja, kommt das nehmen wir auch mit. Plasmamine, die verkaufe ich alle beim Händler. Joa. Alles klar. Da geht's runter. Hä? Ach du Scheiße, da geht's ja echt nochmal richtig runter. Egal, gehen wir erstmal hoch. Oh, hier ist radioaktiv verseucht. Meine Güte, was war denn das jetzt hier? Alles mitgenommen. Unten waren ja ein paar Werkbänke, das war gut, da kann ich ja dann wieder alles verwerten. Oh, ich brauche was zu essen. 42, Scheiße. Oh, der ging ja leichter weg wie die Level 18er, seltsamerweise. Gar nicht schlecht. Warum schießt der nur auf mich? Frage ich mich natürlich. Oh, schaffe ich das jetzt, bevor ich wieder in den Rücken geschossen bekomme? Nein. Wie, meine Sturmgasmaske wurde zerstört? Wollt ihr mich verarschen? Das ist ja doof. Sag mal, warum wird mir denn da hier keine Energie angezeigt von denen? Oh, komm, lad nach, schnell. Scharfschütze, Gammakanone, ja, scheiß drauf. Tue ich alles verwerten. Boah, ist das groß hier. Ich dachte, ich könnte das wenigstens in. Hallo? Wo wurde ich jetzt angeschossen? Ich dachte, ich könnte das wenigstens in einer Folge hier. Alter. Euch. Ja. Das sind ein paar Wichser hier.
Nochmal ein Stimpack. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ja. Ja, jetzt muss da natürlich noch so ein blödes Lasergeschütz rum sein, ey. Ist doch klar. Haben wir ja sonst nichts zu tun hier. Oh, Waffe auch noch leer. Machen wir erstmal hier den Pimmelberger weg. Na, komm schon. Ja, Level 30er hier. Alter, ich schieß doch hier als daneben. Waffe ist auch gleich leer. Na, komm schon. Aber das dürfte dann wenigstens gleich gewesen sein, hoffe ich. So. Meine Güte. Jo. Prima. Halbe Stunde ist auch schon wieder rum. Ich habe das Ding hier überhaupt nicht richtig erkundschaftet. Ah, hier war ich schon. Ja, wenigstens ist alles schon mal down. Gut. Ich würde dann mal sagen, vielen Dank und auf Wiedersehen.